So, es ist immer noch Nachtruhe. Ja, die beiden, die lachen im Schlaf vor sich hin. Und ich höre, glaube ich, Ryan. Ja, genau. Er ist immer noch am Rumbasteln an seinem super tollen Gerät. Okay. Und ich sehe, er hat auch gleich eine weitere Fähigkeit, also einen Fähigkeitspunkt erhalten. In ein paar Sekunden. Und? Und? Eine Stinkbombe, aber er hat Level 4 erreicht, was sehr gut ist. Und, ja. Ich sehe gerade, er hat Hunger, das heißt, ich würde Ryan mal ein bisschen ein paar Cornflakes geben. Und, ach ja, genau, stimmt, er kann ja nicht alles essen, weil der Strom hier abgestellt ist. Und ich bloß mal gucken will, was dann der Tag 2 dann so mit dem Strom macht. So. In der Zwischenzeit ist Dana auch aufgewacht. Sehr gut. Und sie greift sich noch das, was im Kühlschrank war. Und ja, das braucht sie eigentlich zum zur Schule gehen, wenn konzentriert. Ja, lass deinen Sim das Mikroskop benutzen, ein Buch lesen oder Schach spielen, um Konzentration aufzubauen. Ich glaube, ich versuch's dann mal mit Dana, dass ich sie dann ganz kurz in den Park schicke. Ich glaube, da waren nämlich auch ein paar Schachbretter. Also auf jeden Fall weiß ich in Willow Creek, dass es hier Schachbretter gab. Also vielleicht schaffen wir es, dass Dana mal irgendwie konzentriert zur Schule geht. Also das wäre nicht schlecht, wenn wir das packen. So, die Mikroskope werden eingestellt. Und die Plumbobs werden poliert. Poliert. Okay. Alles gut. Und wir sind auch schon da. Wer ist das? Anne Steffens. Kenne ich nicht, kennt Dana nicht, glaube ich jedenfalls. Und ach, da ist ja auch schon ein potenzieller Gegner, mit dem wir spielen könnten. Und wir schauen einfach mal, wie Dana sich so macht. So. Sie rennt erstmal hin. Okay. Wie heißt unser Gegner eigentlich? Er heißt Eric oder Eric. Und sie hat auch die Logikfähigkeit erworben. Ach so. Okay, dann ist Mental und Logik was anderes. Okay, gut. Gut zu wissen. Dank der neuen Logikfähigkeiten von Dana kann sie jetzt Karten spielen, Schach spielen und wissenschaftliche Instrumente benutzen. Mit steigenden Fähigkeiten erhöht sich zudem die Chance, Spiele zu gewinnen. Außerdem werden neue Interaktionen am Mikroskop und Observatorium freigeschaltet. Okay. So. Und was machen die beiden? Also der unterhält sich mit wahrscheinlich seiner Frau? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Achso, Anne Steffens und... Nein, gut, das, die sind nicht Bürger. Also nicht Mann und Frau, aber... Obwohl, der Nachname hat ja eigentlich nichts zu sagen, weil wir haben ja gesehen, bei Lucas, der heißt ja auch noch Morrison, während Jasminda immer noch Roland heißt, von daher, was soll's. Oh, und er geht schon weg, aber macht nichts. Da kommt schon der nächste Gegner. Dana und Tobias kennen sich noch nicht. Ja, ist klar. Ich klick mal auf den Tisch. Spielen mit. Ach so, gut. Espina! Aha. Yogs. Sigluna Biro Binacapa. Wiffalo Yerbic. Tenquil. Aber so richtig wird das, glaube ich, gerade nicht mit konzentriert zur Schule gehen. Ich meine, wir spielen zwar gerade ein bisschen Schach, aber. Gut, ein Buch lesen oder Schach spielen, um Konzentration aufzubauen. Aber, also wenn sie die ganze Zeit quatscht, dann ist ja kein Wunder, dass da nichts wird.
Hey. Ey, ich habe letztens so eine CD gefunden. Ich glaube, die hole ich mir jetzt. Und weg ist sie. Und Ryan ist in die Schule gegangen, selbstständig. Und theoretisch muss Dana das leider auch. Ich warte mal ganz kurz noch ein paar Minuten. Vielleicht geschieht ihr noch ein Wunder und sie wird konzentriert. Wirst du konzentriert? Sie denken erstmal über Kreativität nach und okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir den Sim spielen lassen müssen, damit er überhaupt konzentriert wird. Na gut. Nichtsdestotrotz ist es jetzt schon ein bisschen Zeit verstrichen. Das heißt, Dana muss dringend zur Schule gehen und... ja. Wir müssen mal gucken, dass wir das vielleicht am nächsten Tag irgendwie hinkriegen. Und noch eine Gruppenversammlung. Okay, Genome werden erstellt und ich schätze mal, dass wir dann wieder zurück zu Jasminda reisen, weil das der einzige Sim ist, der noch da ist. Denn die anderen haben ja alle irgendwas zu tun. Das heißt, Ryan ist ja auch zur Schule gegangen und Lucas ist hoffentlich selbstständig auch auf Arbeit. Und ja. Wird ins Simlische übersetzt. Sul Sul. Das, was das heißt, wissen wir ja. Ach Mensch, ja gut, die verschwinden. Sehr gruselig. Und Dana, nee Quack, Jasminda ist gerade hier. Wie geht es denn der werden mit Mama? Ganz gut und oh. Sie trinkt gerade einen Orangensaft und wird dann mal ein bisschen das ganze Chaos beseitigen, was ihre Familie so wunderschön dagelassen hat. Und auch weglegen. So, sie trinkt erstmal den Orangensaft und schwanger zweites Trimester. In 13 Stunden kriegt sie das dritte Semester. Nee, Quark, Trimester, Semester. Eieieiei, ich bin irgendwie im Campus-Modus. Egal. Gut. Wir können sie ja trotzdem nochmal... Ach so, Schande. Stimmt, geht ja gar nicht. Oh, Kohle im Klo. Während einer kurzen Pause entdeckt Dana wenig Geld auf dem... Ach so, ein wenig Geld auf dem Toilettenbecken. Abgeben. Ist alles gut. Gut. Sie hat zwar eine langweilige Rede vom Direktor jetzt hinter sich, aber dafür hat sie eine kleine Leistungsverbesserung, was ja auch ganz gut ist. Und wir können ja ein bisschen mit Jasminda Gartenarbeit machen. Das ist eigentlich das Einzige, was sie kann. Gerade. Weil das andere ist ja alles so wunderschön abgestellt. Aber ich frage mich, was hier irgendwie in der Post ist. Weil da steht ja gerade Post bekommen. Oder sollen das die Rechnungen sein? Jasminda hat alles aus dem Briefkasten geholt. Dann gucken wir doch mal im Inventar nach. Ist es was Schönes? Ich sehe es gerade gar nicht. Ach, nam. Das sind die Rechnungen. Oh. Schön. In Welt platzieren. Ich würde mal sagen, das hier, das ist ja der Amethyst. Den können wir ruhig mal hier hinstellen. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, glaube ich. Oder wollen wir den doch woanders hinstellen? Ach, egal. Aber ich glaube, die Blümchen, die brauchen wir nicht. Die können wir verkaufen. Okay. So, da haben wir wenigstens schon ein bisschen wieder Geld. Und auch Gurtchen. Mann! Bewässern und jäten musst du ja auch noch machen, Jasminda. Okay. Das Büchlein kann auch ich weglegen. Schupp. So. Und sie gießt erstmal vor sich hin. Und summt. Ach, ist es gut, wenn sie schöne Laune hat. Aber das ist wirklich gut, wenn sie gute Laune hat. Na los, gieß deine drei kleinen Schweinchen. Oder Pflanzen.
Wie auch immer man es sehen möchte. Ah, gut, kleine Pfütze gemacht. Nur ein überforderlicher Freak würde versuchen, eine Pfütze auf natürlichem Boden aufzuwischen. Okay, dann ist das wahrscheinlich ein Job für einen super ordentlichen Sim oder so. Mit diesem Merkmal müsste man ausprobieren, ob der das dann kann, aber naja, gut. Topfarbe ändern. Überwucherung drin können wir ja schon mal auch machen. Da ist heute so ein kleiner Gartentag für Jasminda. Weil was anderes können wir ja nicht machen. Wir können ja, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja gut, ich werde es abbrechen, zu gucken, was passiert, wenn man die Rechnung nicht bezahlt, weil wir haben ja nicht genug Geld. Das heißt, da müsste Dana noch ein bisschen zeichnen. So. Sie ist dann am Bonsai trimmen. Schnipp, schnapp, schnapp, schnipp. Und schneide dich ja nicht in die Finger, meine Kleine. Große. Ja. War das gerade Don? Ach man, guckt mal. Don Lothario, Don ist da. Don Lothario, oder wie auch immer man das ausspricht. Ah, und schon geht er und, ja, okay. Er wollte uns wahrscheinlich bloß ein bisschen imponieren oder so. Dass er so in unserer Nähe ein paar Liegestützen gemacht hat. Okay, sie geht erstmal aufs Klo. Ja gut, jetzt geht wahrscheinlich das los, dass sie dann ständig pinkeln muss. Aber gut, sie ist ja schwanger und ich glaube, da darf sie das. Und ich würde mal dieses Ding in einer anderen Form gerne sehen und mal gucken, was sie diesmal zaubert. Ob das jetzt ein bisschen anders aussieht. Ich weiß es nicht. Müssten wir ausprobieren. Schnipp, schnipp. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Schnipp, schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp. Und? Ach, immer noch so ein komischer Baum. Schade. Okay, Fernsehen gucken können wir auch nicht. Aber das können wir aufräumen. Na gut, ich habe noch Pause. Okay, sie räumt auf. Und dann... Ach ja, wir können ja nicht alles... Wir können nicht alles kochen, stelle ich wieder fest. Ich würde mal sagen, verdorbenes Essen räumen wir dann sofort noch weg. Und, ja... Sie kann ja mal einen kleinen, hübschen Gartensalat in Familiengröße machen. Da steigert sich ihre Kochfähigkeit dann nämlich auch gleich. Was ganz gut ist. So, Abwasch ist gemacht. Jetzt kann sie sich an den... Shrobi! Was denn, was denn, was denn? Hast du nicht mehr genug Platz? Na gut. Dann... Na gut. Dann muss ich halt mich doch von dieser Obstschale verabschieden. Und wir kriegen auch gleich 200 Simoleons dafür. Ich meine, ich glaube, das reicht dann doch, wenn hier... Was immer noch? Warte. Und tschüss. Und? Ist es jetzt besser? Na also. Jump, jump. Gott. was möchte sie? Jemanden die Muskeln zeigen? Ja, nee, ist klar. Wow, Halleluja. Yeah. Was macht die denn mit ihren Messern? Okay. Sieht natürlich sehr spektakulär aus. Okay. Okay.
Okay, also Jasmine hat wohl sonst nicht so viel zu tun und ja, verwechselt das mit einem Fußball. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also, Gut, der Kleine fühlt sich ein bisschen unwohl. Ich würde ihn aber erstmal aufs Klo schicken und dann hier duschen. Und dann kann er ja ein kleines Nickerchen machen. Nickerchen. Und dann kann er ja noch ein bisschen, auch Gesundheitstrank kann er auch machen. Cool. Sie ist auch da, nimmt sich dann auch noch einen Salat. Na komm. Salat nehmen. Und was ist mit ihm? Oh, der ist beschämt. Oh, Bayer. Wahrscheinlich, weil er seinem Sohn beim Pinkeln zugesehen hat oder so, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall muss er auch erstmal duschen. Und die beiden führen ein Mädchengespräch. Also, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön langweilig sein muss. Oh ja, das stimmt, aber ich habe hier trotzdem noch keinen einzigen Tag verschwendet, einen Umzug zu planen. Ich meine, ich könnte mit meinem Smartphone zwar schauen, nach Häusern und so, aber hier ist es sehr schön. Und vor allem mag ich die Küche und ich glaube, ich muss unbedingt irgendwann mal so eine Cupcake-Maschine mir zulegen. Ja, eine Cupcake-Maschine, das macht bestimmt viel her. Oh ja, das stimmt. Aber, naja, jetzt denkt sie ans Fliegen und Salat und Brot. Und jetzt denkt Jasmine über ihren Nachwuchs nach. Na, das ist doch toll. Und Lukas kommt auch gleich. Und? Gut. Ich glaube, es setzt sich... Okay, jetzt tut er so, als wäre der Oberchecker oder so. Naja. Alle beim Essen und oh. Dana fühlt sich unwohl. Ach je. Aber wenigstens hat sie frisch fröhlich gespeist und Lukas, du wolltest deine Knoblauchnudeln essen. Gut. Und du? Wirst erstmal dein realistisches Gemälde weiter fortführen und hier steht auch Gemälde verkaufen und Kunst bewundern. Okay. Und oh je. Ach ja, und sie ist noch ein bisschen gelangweilt, jetzt glücklich. Es geht ja wie beim Brezelbacken. Und Lukas darf sich mal um diesen Kühlschrank kümmern, der zwar nicht funktioniert, weil, also nicht ganz funktioniert, aber... Gut. Er isst aber trotzdem erstmal seine Knoblauchnudeln. Hey! Oh Gott! Junge! Der Witz über das Alpaka war wunderbar. Okay, was macht Jasmine da jetzt? Das Buch lesen über Loch Ness? Okay. Und ihm scheinen diese Nudeln zu schmecken. Gut. Sehr, sehr gut. Der Kleine... Oh, ist angespannt, weil... Genies brauchen mentale Reize. Na, das machen wir ja gerade. Ein bisschen. So. Also, mein Kleiner, ich finde es wirklich wunderbar, dass du so fleißig bist und immer in deine Bücher schaust. Das ist sehr gut. Und, aber du könntest trotzdem auch ein bisschen rausgehen. Ich meine, heute ist schönes Wetter. Wir können einen Ausflug machen. Oder so. Oder irgendwann. Es muss ja nicht heute sein, aber ein Familienausflug wäre schön. Und, ja. Ich habe gelesen, dass geschrieben steht, dass ein Ausflug bzw. frische Luft sehr förderlich ist für den Geist. Und man könnte bestimmt auch Sandwiches mitnehmen. Na gut, er überlegt sich's gerade wahrscheinlich und was macht Lukas gerade? Ach ja, gut. Er ist zumindest hier fertig, das ist schön.
der Kleine duschen. Dann nimmt er sich mal ein paar Cornflakes. Und... oh Gott. So. So, wegwerfen. Aufwischen wird jetzt wohl nicht sehr viel bringen. Deshalb ist Lukas jetzt mal ein bisschen ganz Hausmann. Und oh, Dana ist mit ihrem Gemälde fertig, sehe ich gerade. Cool. Würde ich erstmal verkaufen. Okay. Ich glaube, so viel war das jetzt nicht. Aber wir können mal ein klassisches Gemälde noch anfangen. So. Und sie macht das auch schon. Oh je, Feuer, wo zum Teufel ist... Ach du Scheiße. Naja gut, wie der Vater so der Sohn, würde ich sagen. Lukas steht einfach daneben und hat dann natürlich sein Zimmer abgefackelt. Eieiei. Okay, das kann er jetzt nicht benutzen, aber... nein. Luki ist jetzt duschen. Duschen und essen und dann darfst du schlafen. Und was macht er? Er macht gerade einen auf Schnarchi und ja. Oh, fühlt sich selbstsicher, weil er gelöscht hat. Na, alles klar. Gut. Der Kleine ist in der Dusche. Wo ist Dane? Da. Oh je. Sie muss eigentlich mal aufs Klo, ne? Aber das ist jetzt natürlich doof, weil ihr kleiner Bruder das Bad irgendwie besetzt. Sie malt erstmal ein bisschen weiter, okay. Jetzt darf sie wie ein Champion pieseln und... ja, das Bild kannst du dann später weitermachen, meine Kleine. Du wirst ja auch bald zum jungen Erwachsenen, ne? Also Dana. Ja, genau. Morgen. Also morgen gibt es dann, glaube ich, würde ich sagen, eine Geburtstagsfeier für Dana. Ich meine, eine junge Erwachsene wird man ja nicht alle Tage, oder? So, sie kann das klassische Gemälde noch ein bisschen... oh Gott. Dann fortführen und dann schlafen gehen. Und Lukas ist schon eingeschlafen... während sie eigentlich auch ganz müde ist, aber trotzdem... würde ich sie das Klo schrubben lassen, obwohl... ich glaube, das reicht. Raus! Ach gut, nichts mit beschämt sein und so, das ist beruhigend zu wissen. Gut, dann kann sie hier diesen Springbrunnen auch noch machen und aufwischen. Und ja. Okay. Das hier kann ich dann getrost wegfischen, damit ich auch was mache und wieder Heinzelmännchen spielen darf. Und... schwupps. Wo ist denn der ganze Müll hin? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Okay, und dann der Teller auch. Denn das Licht zeigt wieder grün. Oder auch nicht. Irgendwie sieht das Ding nämlich stinkig aus. Irgendwas sah ein bisschen merkwürdig aus. So, Teller rein, Teller rein, Teller rein, Teller, Teller, Teller. Yay! Oh, aha. Du hast 24 Stunden, um deine Rechnungen zu bezahlen, bevor dein Wasser abgestellt wird. Also stimmt das. Ach, okay. Sie muss sofort schnell aufs Klo. Ja, eigentlich auch. Na gut, aber Mädels und Jungs zusammen kriegt ihr das, glaube ich, nicht hin. Ach, und hier steht ein O-Saft drin. Und, oh, da ist ja auch noch was. Leute, was macht ihr denn bloß mit der Bude? So. Ihr wartet erstmal. Oh. Wollte er gerade das Buch treten? Also das Buch kann auch nichts dafür, dass du gerade nicht aufs Klo kannst. Und na toll.
gut, es nützt nichts. Du musst erstmal das Ding reparieren, ehe du da drauf kannst. Ich glaube, da ist Jasmine ein bisschen im Vorteil gerade gewesen, aber sie darf das. Sie ist schwanger. Stimmt's, Junge? Aber sie schafft das erstmal weg oder auch nicht. Sie geht schlafen, genau. Das kann ich ja mal weglegen, um meinen Sims ein bisschen entgegenzukommen. Und auch, das ist wieder dieses schöne Gemälde. Es sieht so schön aus. Okay, reinziehen. So, ich glaube, jetzt ist das Buch drin, hoffe ich jedenfalls. Und er repariert und repariert und repariert und auch, das ist eigentlich schon ein fast sollte. Ich muss so dringend aufs Klo. Aber gut. Verwenden, geh aufs Klo. Und dann darfst du noch ein bisschen schlafen, während ich das hier selber mal wegwerfe. So. Und es ist weggeworfen. Und um die Pfütze, würde ich sagen, kümmere ich mich dann später. Und ja, wir lassen die Familie erstmal ein wenig schlafen. Ich denke, das haben sie sich heute verdient. Auch nach dem Schock, dass der Kleine es gemacht hat. Ach, er ist schon wach und muss aufs Klo. Na gut. Dann geh mal aufs Klo, mein Kleiner. Oder auch nicht. Gut, er ist erst und... Oh, was ist denn das? Feuer gelöscht. Zum Glück ist das Feuer gelöscht. Hätte es noch schlimmer kommen können? Okay, naja, gut. Er muss halt dann doch ein bisschen mit seinen Experimenten vorsichtig sein. Und dann wird das schon, denke ich. Solange er nicht die ganze Bude explodieren lässt. Und bloß so ein klitzekleines Feuerchen dann irgendwie entfacht wird. Ist alles gut und kein Sinn zu Schaden kommt. So, ich mache erstmal ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann im nächsten Teil gleich wieder. Beziehungsweise dann, wenn der nächste Teil online gestellt wird. Bis dann!